Guten Tag, ich möchte Sie herzlich zum App-Empfehlungs-Screencast der Stiftung Lesen und der Deutsche Telekom Stiftung begrüßen. Mein Name ist Sigrid Fahrer. Heute möchte ich Ihnen, meine lieben Vorleserinnen und Vorleser, die App David Wiesner Spot vorstellen. Die faszinierende Wimmelbuch-App, die ganz ohne Text auskommt, lädt zu einer Entdeckungsreise in 5 skurrile Welten ein. Ein krabbelnder Marienkäfer und ein kleines Schnurren. Damit empfängt uns die App. Was tun? Drücken? Nein. Wischen? Nein. Aha, den Marienkäfer anzoomen. Dann machen wir das mal. Er wird größer. Was ist denn das in dem Fleck? Eine Insel? Man hört Möwen kreischen. Ein Haus. Was ist denn das hinter dem Fenster? Eine Werkstatt für mechanische Marienkäfer. Von dort aus geht es in die 5 Wimmelwelten. Das Sandwich führt zu einer Raumstation, das Blatt mit den Namen der 5 Orte zum Katzenumzug, das Bild in der Zeitung zu einer Unterwasserwelt, der Keks unter einen Sessel und der Bleistift in die Roboterstadt. Für das Thema MINT eignen sich besonders die Raumstation, die Unterwasserwelt und die Roboterstadt. Ich habe heute mal Lust auf einen Tauchgang. Da die App ohne Text auskommt, müssen Sie in die Rolle des Erzählers schlüpfen und die Kinder zur Unterwasserwelt leiten. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Sie könnten beispielsweise sagen, habt ihr schon die große Neuigkeit gehört? Der verrückte Marienkäferingenieur Dr. Sumselbrumm hat nach 25 Jahren seine Werkstatt verlassen und einen Spaziergang unternommen. Er hat seinen ganz speziellen schwarz-weiß gepunkteten Mantel an. Gefällt euch das Muster? Der Mantel ist aber nicht nur modisch, er ist eine ganz besondere Erfindung, das Tor zu einer tollen Unterwasserwelt. Der Weg dahin führt über Wasser. Hört ihr es? Genau, über Regen. Besser gesagt über Regentropfen. In der Unterwasserwelt angekommen, ist es wichtig, den Erzählstab an die Kinder weiterzureichen. Lassen Sie die Kinder beschreiben, was sie sehen. Da gibt es Pflanzen, Fische, Korallen, Seesterne, die sich nicht an Stöpselzieh-Verbotsschilder halten, aber gerne lesen. Um zum MINT-Thema überzuleiten, können Sie zum Beispiel kurze Texte aus Büchern zu der identifizierten Fauna und Flora vorlesen oder Fragen dazu stellen. Wusstet ihr, dass aus einem Seesternarm ein neuer Seestern wachsen kann? Identifizieren Sie auch Erzählanlässe für die Kinder. Eine gute Geschichte ergibt zum Beispiel die Katze auf der Unterwasserreise ab, die sich sichtlich am Fischschwarm erfreut. Wie kam es zu der Reise? Welches Gepäck hat sie dabei? Was wird sie erzählen, wenn sie wieder zu Hause ist? Binden Sie auch Sachfragen ein, wie warum mögen Katzen eigentlich kein Wasser? Oder was sagt der Lampenfisch zum Roboter über die gesuchte Person? Möchte man noch woanders hinreisen, muss man nur eines der Portale suchen. Hier das Sandwich, das zur Raumstation führt. Entdecken Sie so in einer Mischung aus Erzählen, Vorlesen von Texten mit Sachinformationen, Fragen und Fantasiegeschichten diese im wahrsten Sinne des Wortes fantastische App. Unser Fazit: David Wiesners Spot ist eine Wimmelbuch-App der besonderen Art. Sie kommt ganz ohne Text aus und lädt mit skurrilen Ideen und Bildern zum eigenen Erzählen ein. Zudem bietet sie Anknüpfungspunkte zu MINT-Themen wie Meere, Mechanik und Raumfahrt. Wir wünschen damit viel Vergnügen. Dieser Screencast ist in Kooperation mit der Deutsche Telekom Stiftung entstanden.